als ich 13 war, wusste ich noch nicht, wie man Tracks sampled. Mein einziger Stolz war mein erstes Deck von Jeff Handel. Nosebone und Tailbone und dem Lapper von Tracker. Rip Grip und Slide Rails gehörten mit zum Setup. Mit transparentem Rip Tape, damit man das Logo sah. Santa Cruz war hammer cool, ein Brett, so wie es die Profis waren. Wir wollten cool sein wie die Großen aus der Siedlung. Schauten die Tricks ab bei Stefan, Jochen und Simon. Wir wussten nicht, was Ollies sind und konnten nichts als Bonus. Aber es war klar, dass dieser Scheiß uns nicht mehr loslässt. Es ist eine Zeit, an die ich heute noch gerne denke. Mit Papas Bohrmaschine bauten wir die ersten Ramps. Wir waren Skater und Tim Taylor Heimwerker Kings. Trotzdem hatten die Transitions meistens leider ein Kind. Wir haben Beläge von der Baustelle geklaut und dachten, fuck, was soll's. Meine Eltern hab ich halt erzählt, es sei nur Abfallholz. Unser ganzer Stolz war eine transportable Funbox. Nur 90 cm breit, aber egal, es langt doch. Die ganze Woche war Session, da kannten wir nix. Was ist Sonntagsruhe schon gegen gestandene Tricks? Heine, Basti und ich, wir fielen ständig nur hin. Doch wir träumten von einer Halfpipe wie ein Animal Chin. Jahre noch mal wie im Zeitraffer, wie im Winter an der Rampe mit den Eiskratzern. Wir waren Fanatiker, bei Schlechtwetter hatten wir miese Tage. Und bei Regen sind wir in die Tiefgarage. Die nächste Halle war 200 Kilometer entfernt in Adelberg. Dort haben wir Roger kennengelernt. Jump-Ramps waren out und wir fuhren lieber Street. Der Pausenhof vom Gymnasium war unser EMB. Ich hab schon ein bisschen Rap gehört, doch wusste nix vom MC. Alles, was ich wollte, war so fahren wie Matt Hensley. Mark Gonzalez war der Chef, Caballero der King. Wahnsinn, den 10 Jahre später live zu sehen bei Rock am Ring. Egal ob Blind, H Street oder das erste Plan B. Wir hatten alle Videos, nur in einer schlechten Kopie. Ich kann die Download-Scheiße nachvollziehen, wir mussten die haben. Ließen für Indies und Airbox unsere Fuffis umladen. Die Baggy Pants waren fresh, durften aber nix kosten. Und so hab ich sie mir selbst genähte Schlabberklamotten. Ich hab das Geld gebraucht, mir sind Decks reihenweise gebrochen. Ich Nachhilfe gegeben, dreimal die Woche. Meine Sneakers waren so oft geflickt mit Heißkleber. Du hast nichts mehr gesehen von dem eigentlichen Leder. Aber mir war scheißegal, ob mein Outfit scheiße war. Das einzig Wichtige für mich war landen und weiterfahren. Neue Tricks stehen mit meinem Skateboard. Ich will neue Tricks stehen mit meinem Skateboard. Ich will InDesign wie meine Achsen. InDesign wie meine Achsen. Im Nachhinein lag's vielleicht am Treibhauseffekt. Doch wenn's zu heiß war, haben wir im Keller die Mics ausgecheckt. Erst nur ein bisschen Freestyle, später dann auch Texte schreiben, zwischendurch Matisse leiden und ein bisschen Axel grind. Was mich auf die Bühne trieb, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich bin gern Street gefahren und Vanine-Rampensau. Doch wir wollten mit den Tracks in eure Tape-Decks rein. Drum haben wir uns reingehackt wie in Layback-Grinds. Ich wollte kreativ sein als Neil Blender des Raps. Hab mich gern ans Reimbuch und den Sampler gesetzt. Ich weiß, man braucht eine Menge Pop, yeah, wenn man hoch hinaus will. Und von oben kann's schnell wieder bergab gehen wie beim Downhill, denn es stimmt. Das ganze Music-Business ist shady. Du brauchst Nerven aus Stahl wie für ein Pivot to Fakey. Ich hab viel auseinandergehen sehen wie Peralta und Paul. Doch der Topf bleibt ein Team, keiner spaltet uns auf. Es ist immer noch wie früher, man will die Fans gören. Und Props verdienen wie mit einem Bild im Transworld. Deshalb rocken wir die Shows zu den dopesten Breaks. Bis wir so legendär sind wie die Bones Brigade. Wie lange hat sich schon? 18 years, for 18 years. Viele fragen mich, warum ich eigentlich tu. Ich will Ruhen. Ich will Ruhen. Wie lange hat sich schon? 18 years, for 18 years. Viele fragen mich, warum ich eigentlich tu. So ist es eben, ich lieb. Jetzt sind es 18 Jahre, dass ich durch die Straßen skate. I was born to roll, nenn mich Master Ace. Ich bin geboren, yeah, für den Mist. Mein Deck und ich gehören zusammen wie Gordon und Smith. Dieser Sport ist der Shit. Vielleicht hältst du mich für ein Opportunist und bist enttäuscht, wenn du siehst, wie schnell ich Lager wechsle, wenn's mal nicht so läuft. Und weil ich oft die Curbs nicht treffe und die Flips nicht catch, sind auch nach all den Jahren noch die meisten Tricks gesketcht. Aber egal, weil entscheidend der Spaß und nicht die Skills sind. Und vieles kann nach hinten losgehen wie ein Mr. Wilson. Es ist klar, dass das Leben auch mal hart sein kann. Es ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab wie ein Halfpipe-Run. Ihr wisst ja, wie es ist. Das Schicksal spielt nicht immer mit. Doch wenn du es selbst in die Hand nimmst, du bist zu drehen wie bei Fingerblitz. Ich bin ja nicht der Einzige, der oft nicht weiß, was los ist. Und alles fest im Griff habe ich eigentlich nur bei Boneless. Doch man kommt nicht weiter, ohne mal einen Sturz zu riskieren. Und Keep It Real heißt nicht, man dürfte nicht mal Kurs korrigieren. Stur bleiben und ignorieren ändert ja nichts. Ich versuche die Balance zu finden wie bei Manual Tricks. Ohne Geduld und Gelassenheit fährt man nicht gut. Es ist normal, dass nur selten was klappt beim ersten Versuch. Und oft kassieren die Besten auch die dreckigsten Slams. Aber Stürze gehören mit dazu, wie Ednis und Vans. Wie lange hat sich schon 18 years, for 18 years.
viele fragen mich, warum ich's eigentlich tu. Ich will wollen, ich will wollen. Wie lange fahren sie schon? 18 years, for 18 years. Viele fragen mich, warum ich's eigentlich tu. So ist es ewig, Schnee.